Wenn der die Ex eine neue Beziehung eingegangen ist, ist es ganz wichtig, im Hinterkopf die Dynamik zu kennen. Wenn die beiden mehr und mehr Probleme bekommen, dann steigen bei mir gleichzeitig die Chancen, wenn Kontakt zwischen uns beiden entsteht, in dieser Phase, dass mehr aus diesem Kontakt wachsen kann. Wenn es den beiden dagegen richtig gut geht, sind meine Chancen deutlich schlechter. Logischerweise. Das ist etwas, das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Und da kommen wir jetzt zu den wichtigsten Fehlern, die man machen kann, wenn eine neue Beziehung im Spiel ist. Ganz wichtig, wenn das auch auf dich zutrifft, mach den Ex-Zurücktest aus der Videobeschreibung. Gib dort an, der die Ex hat bereits eine neue Beziehung, ist eine neue Beziehung eingegangen. Gib an, warum eure Beziehung auseinandergegangen ist. Beschreib die Trennungsursachen etwas genauer, schick mir das zu, dann bekommst du zwei Auswertungen. Einmal ein Sofortergebnis, das dir auch helfen wird, und nach 2 bis 3 Stunden ein Video, das ich persönlich für dich aufnehme. Ich brauche immer 2 bis 3 Stunden, diese Videos aufzunehmen, wo ich mir wirklich das Testergebnis persönlich anschaue, ein Video dir zuschicke und dann ganz genau dir sagen kann, was du in deinem Rückeroberungsprozess jetzt unbedingt beachten solltest, wie du vielleicht noch besser in die Selbstheilung kommst, Eifersucht auflöst und so weiter. Das unbedingt mitnehmen, weil das ergänzend zu diesem Video eine sehr, sehr wertvolle, kostenlose Hilfe für dich. So, der erste große Fehler ist einfach die falsche Motivation. Viele gehen aus der Beziehung raus und können das eigentlich ganz gut verarbeiten und mit der Situation gut umgehen. Auf einmal hat der Ex-Partner eine neue Beziehung und es fängt an zu arbeiten und man vermisst ihn sie umso mehr und möchte ihn sie umso mehr zurück. Da geht es aber nicht um Liebe, da geht es meistens um Themen wie Verlustangst. Ich verliere ihn, sie an jemand anderen. Da geht es darum, sich zu vergleichen, bin ich jetzt gut genug? Und das sind meistens dann auch die Motivatoren für den gesamten Rückeroberungsprozess. Wäre die neue Beziehung nicht ins Spiel gekommen, hätte man den die Ex gar nicht versucht, erst zurückzuerobern. So, da sollte man erstmal schauen, was ist meine tiefere Motivation? Ist es wirklich so, dass ich da noch Gefühle habe, noch mal was probieren möchte, oder ist es einfach nur so, dass mein Ego gerade angekratzt ist? Weil ist es das Zweite, klappen die meisten Rückeroberungen nicht, weil die Substanz dahinter, in dem ganzen Beziehungsgefüge einfach nicht gut ist. Sobald du ihn, sie wieder bei dir hast, ja, nur mal so faktisch gesprochen, ist die Bestätigung da, der Motivator ist weg und du gehst ganz schnell wieder aus diesem Beziehungsgefüge raus. Also habe ich schon in meinen Coachings sehr, sehr oft erlebt. Nächster großer Fehler, es entsteht natürlich ein sehr großer Leidensdruck, wenn eine neue Beziehung eingegangen wird. Und oft wird versucht, diesen Leidensdruck zu lindern, indem man den Ex-Partner, die Ex-Partnerin zurückbekommt. Der Schmerzkörper, den du da in dir spürst, hat aber eine ganz andere Funktion. Der sollte dafür da sein, in die Selbstheilung zu gehen. Denn eine Rückeroberung in so einer Situation kann nur funktionieren, wenn du in einer sehr starken Unabhängigkeit und Selbstzufriedenheit bist. Wenn du in einem sehr starken Abhängigkeitsmodus unterwegs bist, ihn sie jetzt brauchst, um diesen Leidensdruck nicht mehr zu haben, mischst du dich viel zu sehr ein, du intervenierst viel zu sehr. Und stell dir mal vor, die beiden sind gerade zusammen und die haben eine gute Zeit, du beachtest nicht die erste wichtige Regel zu warten, bis die neue Beziehung nicht mehr so gut läuft, gehst da rein und sie ist jetzt gezwungen, irgendwo eine Entscheidung zu treffen, weil du einfach zu viel Druck aufbaust, die neue Beziehung oder dich, es wird immer gegen dich fallen, die Entscheidung, du wirst es immer schwieriger haben. Das heißt, dein Leidensdruck kann ein ganz großes Problem werden. Deswegen, die Lösung für diesen Leidensdruck, den du hast, ist nicht der Ex-Partner, die Ex-Partner. Im ersten Schritt bist du die Lösung. Der Leidensdruck ist ein Wegweiser in einen Schmerzkörper in dir, der dir dabei helfen kann zu heilen. Wenn wir Fieber haben, ja, dann ist das Fieber ganz wichtig, damit wir wissen, was wir körperlich tun müssen, um zu heilen. Wenn wir uns ein Bein brechen, dann ist es ganz wichtig, dass wir diesen Schmerz an dieser Stelle spüren, damit wir das Bein schonen. Wenn wir hier irgendwo seelischen Schmerz haben, ist es ganz wichtig, dass wir diesen Schmerz haben und uns erkennen, was für eine seelische Wunde hier gerade aufgerissen ist, um diese zu heilen. Und da ist der Ex-Partner, die Ex-Partner im ersten Schritt nicht die Lösung. Du musst erst einmal in diese innere Zufriedenheit kommen, so bevor überhaupt eine Rückeroberung funktionieren kann. Sonst ist die Fehlerquote unendlich hoch. Das heißt, wenn die Situation in dir starke Verlustängste triggert, dann lerne dich jetzt umso mehr zu lieben, damit dein Unterbewusstsein speichern kann. Es passiert gerade Verlust, du verlierst diesen Menschen an jemand anderen, aber dir geht es trotzdem gut. Das heißt, es gibt null Grund jetzt vor Verlust, irgendwo Angst zu haben. Und dann lässt auch die Verlustangst nach und du kommst mehr und mehr in diese Zufriedenheit. Nur als Beispiel, da gibt es noch viele andere Themen, die hinter deinem Schmerzkörper leben können. Aber die Lösung für den Schmerzkörper bist du. Mach nicht den großen Fehler, dass die Ex in so einer Situation die Lösung dafür ist. Weil dann machst du gerade eine neue Beziehung im Spiel, richtig schnell, richtig viele Fehler.
So, nächster großer Fehler, der Kontaktumgang zwischen euch beiden. Also, es ist immer super individuell, auch hier mein Ratschlag, macht den Ex-Zurücktest aus der Videobeschreibung. Gebt dort mal an, wie der Kontakt zwischen euch beiden gerade aussieht, weil da kann man sehr viele Fehler machen. Ich kann jetzt hier pauschal ein paar Sachen sagen, die ich als wichtig empfinde, aber am Ende ist es doch eine sehr individuelle und subjektive Entscheidung. Also mach den Test, damit ich mir deine Situation einfach genauer anschauen kann. Also, Schritt 1 in Sachen Kontakt ist immer ganz wichtig, auf deine Intuition zu hören. Wie fühlst du dich dabei? So, je mehr ihr im Kontakt seid, trotz neuer Beziehung, desto besser ist es natürlich, gerade wenn die andere Beziehung kriselt und es läuft nicht so gut, solltest du das ja auch irgendwie mitbekommen. Und wenn der Kontakt eben da ist, bekommst du es eher mit. Nur ist es ganz wichtig, nicht diesen Kontakt auszulösen, aus Angst heraus, dass du den anderen verlierst und dann diesen Anhänglichkeitsmodus reinzugehen, weil das zerstört auch wieder Anziehung. Was da sehr hilfreich sein kann, ist, wenn der Kontakt sehr gut ist und ausgeglichen ist, dass man den erst einmal erhält und du guckst, wie es dir dabei geht. Wenn es so ist, dass der Ex-Partner, wirklich sehr stark in den Rückzug geht, kaum noch reagiert, gehst du in einen reduzierten Kontakt. Du baust keine Kontaktsperre auf, sondern die Impulse für den Kontakt gehen eher vom Gegenüber aus auf dich zu. So meidest du halt zu sehr hinterher zu rennen, zu anhänglich zu sein, schützt dich gleichzeitig. Kontakt ist aber grundsätzlich noch möglich, aber verantwortlich für den Kontakt bist nicht mehr du, sondern dein Gegenüber. Und genau, wenn es aber so ist, dass du sehr verletzt wirst, dass dein Gegenüber sich toxisch verhält, die ganze Zeit von einer neuen Beziehung redet, dich eifersüchtig machen möchte, dir eins auswischen möchte, kann es auch sinnvoll sein, sich zu schützen und einfach in eine Kontaktsperre zu gehen. Aber wie gesagt, das ist am Ende immer super individuell in so einer sehr schwierigen Situation. Deswegen kann ich dir nur ins Herz legen, mach den Ex-Zurücktest. Dann gucke ich mir persönlich deine Situation an und du würdest in 2 bis 3 Stunden ungefähr von jetzt eine Auswertung bekommen mit einem Video von mir, das ich extra für dich aufnehme. Dann kann ich dir wirklich genau sagen, mach das und das bei dir, das kann ich dir empfehlen. Nächster großer Fehler, zum falschen Zeitpunkt zuschlagen. Und den Zeitpunkt, wenn man zuschlägt, nicht richtig vorbereiten. Der beste Zeitpunkt ist, wie gesagt, wenn die neue Beziehung Probleme macht, wenn die streiten, wenn die auseinandergehen, wenn es da nicht läuft, dann steigen auch bei dir automatisch die Chancen, ich sage bewusst Chancen, nicht, dass es dann klappt, aber die Chancen können sich dann eben erhöhen, dadurch, dass auf deiner Seite eben gleichzeitig auch andere Entwicklungen passieren. Und da gilt es eben, diesen einen Moment gut vorzubereiten. Und das bedeutet, mach, bevor es soweit kommt, solange du dich um dich kümmerst, wirklich in den Rückzug gehst oder in den reduzierten Kontakt, je nach Situation, Persönlichkeitsentwicklung, steigere deine Attraktivität, arbeite an deiner Unabhängigkeit, sorge dafür, dass du aus deinen Ängsten rauskommst, dass du aus co-abhängigen Tendenzen rauskommst, dass du aus dem Hinterherren-Modus rauskommst, dass du vielleicht Angst vor Einsamkeit gelöst bekommst, dass du eine stärkere Zufriedenheit, innere Zufriedenheit mit dir selbst aufbaust und so weiter. Alles, was Attraktivität eben steigert, im Sinne auch von Selbstliebe und Co. Dann gehst du wirklich in diesen Prozess, wo du dich einfach nur um dich kümmerst und darum, dass es dir gut geht und dass du wirklich glücklich wirst. Wenn dann die neue Beziehung nicht mehr so gut läuft, es kriselt und dann kommt er sie auf dich zu und gleichzeitig sind bei dir diese ganzen Entwicklungen passiert und alles ist dadurch nochmal deutlich besser als vorher. Und das tust du nicht, um ihm zu gefallen. Du gehst in dieses Mindset, ich kann diesen Menschen für immer verlieren, aber ich tue es für mich. So, ich tue es auch, wenn ich ihn verlieren würde. Das ist ganz wichtig, sonst bist du viel zu anhänglich. Wenn das passiert, dann können doch mal alle Fäden zusammenfließen und die Chancen steigen vielleicht, dass da nochmal eine Anziehung zwischen euch beiden möglich ist. Aber ganz wichtig, das ist der Moment, den du vorbereiten solltest, auf den du hinarbeiten solltest und das im Mindset zu haben. Das heißt, wenn du in diesen Prozess gehst, geh nicht ins Mindset, ich bereite mich vor, ich arbeite ganz viel an mir, ich löse das alles auf und sobald ich das gemacht habe, zack, melde ich mich, stehe ich vor seiner Haustür und sage, hallo, wie geht's dir? Das wird nicht funktionieren, sondern du bereitest dich vor und wenn dieser Punkt kommt, dass es bei ihm nicht so gut läuft, er geht näher auf dich zu und du hast diese Entwicklung gemacht, dann erst ist auch wirklich dieses Momentum, wo die Chancen da sind. An solchen Stellen kann es wirklich helfen, eben auch mit einem Coaching zu arbeiten, kann ich dir wirklich empfehlen, dir die Links in der Videobeschreibung anzuschauen, weil das immer ein sehr individueller Fall ist, bei jedem immer ein bisschen anders ist, da kann ich mir wirklich mal persönlich anschauen und wie gesagt, mach auch den Ex-Zurücktest. Ansonsten schau dir auch dieses Video hier an, wenn eine neue Beziehung im Spiel ist und hier findest du nochmal den Ex-Zurücktest, den ich meinte, wo ich dir persönlich weiterhelfen kann, einfach draufklicken, dann wirst du hingeführt und bis zum nächsten Video.